Hi, Lius. Hi. Jo, ich würde sagen, kann ich loslegen, oder? Ja, klar. Okay. Schieß los. Wie definierst du Mode? Ja, gute Frage auf jeden Fall. Also Mode ist für mich jetzt nicht unbedingt, was in oder out ist. Mode ist einfach, was man trägt und worin man sich auch wohlfühlt. So würde ich es auf jeden Fall definieren. Für mich selbst. Okay. Welche Rolle spielt Mode in deinem Leben? Eine sehr wichtige. Also, vielleicht sollte es eigentlich nicht sein, aber in meinem Leben spielt es auf jeden Fall eine sehr wichtige Rolle. Und eine sehr große. Also, ich kleide mich sehr gerne, ich passe Sachen aufeinander ab und kombiniere sie farblich. Und, ja. Hat sich dein Bewusstsein für Mode in den letzten Jahren geändert? Sehr, ja. Also, auf jeden Fall um 180 Grad, würde ich sagen. Also, irgendwie, man wird älter, man wächst und das Selbstbewusstsein auch, also man sieht es einfach aus ganz anderen Augen. Am Anfang denkt man vielleicht noch, okay, ich kleide mich einfach so, weil es irgendjemand macht, oder vielleicht versucht man auch sein Vorbild, sein Idol nachzuäffen, aber ich denke, irgendwann entwickelt man seinen eigenen Stil. Und wie wichtig ist Mode für dich und dein Image? Auch sehr wichtig, besonders weil, ich meine, ich bin nun Rapper und da passt es eigentlich gar nicht, wie ich rumlaufe. Es ist eigentlich was völlig anderes. Viele Rapper laufen in 6XL T-Shirts rum und andere mit einer Bomberjacke und ziemlich cool. Aber ich bin halt, ich laufe halt so rum, wie ich es will, weil ich mich so wohlfühle. Und das will ich damit auch ausdrücken. Und trotzdem kann ich ein Rapper sein, auch wenn ich, sage ich mal, ein enges Shirt oder eine enge Hose trage. Schon. Sag mal, was genau trägst du gerade und wo kaufst du ein? Perfidi. Ich trage im Moment sehr gerne Perfidi. Ich liebe Perfidi, ohne Quatsch. Deswegen auch dieses wundervolle Interview, eigentlich, ja. Und ich kaufe bei H&M ein. Also H&M finde ich ganz cool. Aber sonst, ich trage Shirts, gibt es momentan immer von Perfidi. Okay, hast du modische Idole? Also, man sieht irgendwie schon mal was und denkt sich dann, hey, das ist cool, aber Idole, das wäre jetzt, glaube ich, weit gegriffen. Ich denke, nein. Also, ich versuche mich selbst zu finden, selbst zu kreieren, aber ich habe kein modisches Idol. Wenn du sagst, du kreierst dich selbst, informierst du dich dann über Mode? Wenn ja, wo? Ja, doch. Also, man informiert sich schon mal da und auch mit Kumpels, man sitzt dann im Internet, guckt sich was aus oder geht vielleicht mal gemeinsam shoppen, aber also, wie gesagt, das ist ja schon die Frage zuvor. Also, es ist einfach, ich gucke, was mir gefällt. Und klar informiere ich mich, aber deswegen muss ich es noch lange nicht tragen oder deswegen muss es mir noch lange nicht gefallen. Das sind dann wiederum zwei Paar Schuhe für mich, zwei linke. Was ist dein persönliches Lieblingsaccessoire? Das habe ich heute gar nicht mit, aber ich trage ganz gerne ein Bandana. Das ist mein schwarzes. Das habe ich auch fast auf jedem Foto um. Das ist nicht so, weil ich nichts anderes habe. Das ist einfach cool. Okay. Du hörst ja sicherlich oft, dass du nicht nach Rap aussiehst. Wie kommt? Verstehe ich auch nicht. Verrückt, ja, das ist echt komisch. Also, vielleicht, weil meine Klamotten immer einlaufen. Also, normalerweise tragen die immer so große Sachen, ich trage so enge Sachen, aber hey, das ist so. Ja, ich würde sagen, dann werden wir mal langsam ein bisschen musikalischer. Wie kamst du zur Musik? A la Mama, ich werde Rapper, oder? Ja, auf jeden Fall. Nein, Spaß. Das kam eigentlich durch meinen älteren Bruder. Also der hat damals mir Sachen vorgespielt. Am Anfang haben die mir auch nicht so gefallen, aber man setzt sich dann doch ein bisschen auseinander und denkt so, hey, klar, da geht es oft um Schimpfwörter, aber vielleicht kann ich das ja ein bisschen anders machen. Vielleicht kann man sich auch, sag ich mal, mit Rap ausdrücken und muss gar nicht die Mutter von anderen Leuten beleidigen. Vielleicht geht das ja. Vielleicht und wow, geht das. Das ging ja auch. Wie kamst du deinem Künstlernamen? Ich heiße mit Zweitnamen Cornelius. Okay. Und ja, Corny ist ja dieser Schokoriegel, dann dachte ich doch, ich nehme mich lieber Lios. Also vielleicht. Klingt vernünftig. Hey. Was ist dein Antrieb, Musik zu machen? Auf jeden Fall die Gefühle, die ich habe. Also irgendwie in Situationen, wo ich sehr am Boden bin, einfach Kraft brauche, um nach oben zu kommen, wieder, wo ich wirklich also ein emotionales Wrack war oder mal bin. Da hilft mir persönlich Musik sehr. Wie betrachtest du Hip-Hop als Ganzes? Ich höre kaum Rap, muss ich jetzt sagen. Es ist halt leider oft ein Klischee-Mucke halt, ne? Ist ja leider, so muss man halt sagen. Was verstehst du unter Klischee-Mucke? Das ist einfach, wenn Leute schon sagen, ach, der macht Rap, will ich mir gar nicht anhören, dann
Woher kommt das wohl? Wahrscheinlich daher, weil viel zu viel Rapper... Deine Mutter und... Ne? Ja, weiß ich auch. Ja, genau. Okay. Ich denke einfach, würde es viel mehr bei Rappern viel mehr Schichten geben, die in verschiedene Richtungen geben, die verschiedene Themen ansprechen. Und nicht nur behaupten, dass ihr Dorf das krasseste Ghetto wäre, dann wäre das schon cool. Was hörst du denn privat für Musik? Indie-Rock, Rock, Elektro auch, also auch Hardcore eigentlich. Also so die Richtung, finde ich schon cool, finde ich geil. Finde ich geil. Finde ich geil. Okay, wo wir gerade sehr bei Musik waren, zu deinem neuen Album. Hey. Bleibst du deinem bisherigen Musikstil auf der neuen Platte treu? Nee, ich mache jetzt Volksmusik, habe ich mir überlegt. Oh. Nein, Spaß. auf jeden Fall bleibe ich meinem bisherigen Stil treu, also sehr emotional angehaucht und aber es wird auch ein paar Sachen zum Abreißen geben diesmal. Nein, es wird völlig anders, aber es bleibt auch wiederum so. Die Texte bleiben emotional, aber es wird ein Schuss Hardcore, ein Schuss Rock, ein Schuss Elektro geben. Ich will diesmal wirklich, also ich persönlich werde jetzt nicht irgendwelche Elektrobeats bauen oder shorten, obwohl, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber ich denke, es wird mit anderen Bands viel geben. Aber da möchte ich noch nicht zu viel erzählen. Okay, dann ist mal noch was ganz anderes. Welche Rolle spielt ein Kaffee in deinem Leben? Kaffee. Oh, Kaffee spielt eine riesige Rolle in meinem Leben. Also, ich wache auf mit Kaffee. Ich gehe schlafen mit Kaffee. Okay. Nein, irgendwann ist ja so, dass irgendwann wirkt das Koffein, glaube ich, gar nicht mehr so richtig. Irgendwann merkst du gar nicht mehr, dass es dich pusht, aber ich trinke ihn trotzdem immer. Ich glaube, versetzt der bekanntlich Berge und deswegen trinke ich so viel Kaffee, um mich fit zu halten und wach zu werden und also das fördert mich extrem. Das ist auch nur meine Droge. Okay. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für das Interview und dass du dir Zeit genommen hast. Die letzten Worte gehören dir. Ja, vielen Dank erstmal für das Interview. Wunderbar. Und ich denke einfach, man sollte nicht voreingenommen sein, wie jemand rumläuft oder was er für Musik macht. Macht euch selbst ein Bild davon und jo. Das war's auch. Kaufpüffeli, Tragpüffeli, Liebpüffeli. Super. Terrorwarnung, U-Bahn-Schläger, Kannibalen, Fremdenhass, Erderwärmung, Zugverspätung, dann die Wahlen, ständig was in den Nachrichten war. Zum Beispiel Kinder mit Qualen, Kinder sind Sklaven, Kinder verstarben, sie waren Kindersoldaten. Schreckliche Szenen voll Trauer und Angst überdauern uns dann. Unsere Welt ist leider nicht überschaubar, nur krank. Willkommen in unserer Welt, ich kann es nicht sehen, denn leider sind